Willkommen zurück. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns immer noch in Lizzie's Bar und reden jetzt mit Evelyn Parker. Und? Was denkst du? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Ach, so einfach. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Aber ist ein Roboter. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Na klar. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Wo sie recht hat, hat sie recht. Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compeki. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Hm, danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Nein. Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast. Und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Wir müssen und wieder was Punkte vergeben, Mann. Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, so denkst du über ihn. Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest. Das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Da bin ich mir sicher. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Level up. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compeki war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Alles bereit. Es kann losgehen. Was hatte jetzt? Ich jetzt die Wahl? Nö. Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Jetzt habe ich doch keine Wahl, um mit ihm zu reden. Alles ist in Ordnung. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Komm wieder, schreib mit ihm. Hab die Kundin getroffen, sie hat mir einen BD gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollen. Ein BD? Okay, aber halt mich auf den Laufenden. Das werden wir natürlich. Gehst du jetzt rein oder nicht? Ich war doch drin. Was für Leute. Komm, Fahrzeug, hol uns ab.
Warum kommst du denn zu mir? Du siehst richtig schlimm aus. Dann fahren wir mal los. Auf die andere Spur. Afterlife-Eingang, 475 Meter. Dann reden wir mal mit ihm. Beziehungsweise bevor wir reingehen, will ich jetzt schnell nochmal unsere Fähigkeitspunkte ausgeben. Da. Ein Attributspunkt haben wir. Coolness brauchen wir ein bisschen mehr. Was haben wir denn da schon alles? Gut, maximale Gesundheit ist auch sehr wichtig zu verbessern. Kann uns nochmal, vor allem bei so einem Auftrag, das Leben retten. Das kann ich nur erwidern. Du bist gegen mich gefahren. Dann gehen wir mal zum Afterlife-Eingang. Oh, da ist Jackie auch. Was war denn das? Also das war die Schnellreiseoption hier im Spiel. Was gibt's Neues bei Senora Welz? Du weißt schon, macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Komisch. Was denn? Für einen Club mit den heißesten Jobs der Stadt wirkt der Laden irgendwie unscheinbar. Ja, stimmt. Was zählt, sind die inneren Werte, Joe. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Sicherer Bereich. Wer hätte das gedacht? Und was sind da für Türsteher? Ja, wer seid ihr, Clown? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben. Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Ja. Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Gerne doch. Hey. Setz dich, bin gleich bei dir. Das fucking Afterlife. Setz dich, bin gleich bei dir. Ja, ich wollte mich doch hinsetzen. Willst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Alle hier. Also wir sollen uns neben Jackie nach hier hinten setzen. Endlich sind wir hier. Das ist eine komische Bar. Siehst du die alte Dame da? Welche? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili-Schote.
zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Okay. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Ja, sehr schön. Aber Johnny Silverhand müsst ihr euch merken. Da passiert auf jeden Fall noch was in dem Spiel, wenn ihr es jetzt schon wisst. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Das würde ich auch sagen. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Gerade hast du doch gesagt, danach kannst du dich absetzen. Auf die Söldner Oberliga. Darauf trinke ich gern. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund. Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. DeShonor, weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Ist Dex Stammkunde? Der oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater gibt eben seinen eigenen. Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizza. Komm, wir stehen auf. Danke. Dann bring uns zu deinem Boss. Hier. Exotischen Kram? Kempo? Ninjitsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Er ist bedrungen. Der Coop. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Warum redest du schon mit ihm? Wir wollten uns entscheiden, ob wir ihn überhaupt mit einbeziehen. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Nehmen wir uns das gute Stück mal. Mann, ich komme hier nicht raus. Ich hänge hier fest. Oh, endlich fest. Ja. Was war das? Achso, wir sollen den Flathead in den Koffer legen. Na los, nicht so schüchtern. Ja, ich bin halt nervös. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Ach, hier dürfen wir uns hinsetzen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Sollen wir sie jetzt verpetzen oder nicht? Hallo? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compeki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddy-Namen, ohne Talent dahinter.
Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Dieser Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Champ Paradis mit Yorinobu, den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzies. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Rücken wir mit der Sprache raus, was sie gemeint hat. Na los, nicht so schüchtern. Komm, ihr wollt's wahrscheinlich sehen. Ja, da war noch was. Parker hat mir ein Angebot gemacht. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen, ob das jetzt so gut war, ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Das hier? Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Das bezweifle ich irgendwie noch immer. Lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshawn arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen drankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Das wollten wir wissen. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Und was ist Plan B? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Ja. Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Ja. Wie kommen wir ins Penthouse? Das hat auch Sicherheitssysteme. Yorinobu hat kaum Mietmuster. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir.
T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, V. Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby. Und die Evelyn bekommt dann gar nichts, oder was? Eine Sache noch. Im Konpacki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Ach, na toll. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Mhm. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. An die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Ich muss erst noch was erledigen. Sind Probleme. Wir treffen uns beim Delamain. Zieh dir den Militech-Anzug an. Ja, das ist wohl schon ein bisschen unauffälliger. Denk nur dran, dich umzuziehen. Okay, es wartet auf uns. Aber wir werden erst in der nächsten Folge mit Delamain einsteigen. Ich bedanke mich euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, verlinke ich euch hier die Playlist Cyberpunk, falls ihr einen Part verpasst habt. Rechts oben Assassin's Creed Odyssey, die Playlist vom Schicksal von Atlantis DLC. Könnt ihr mal gerne reingucken. Und links unten könnt ihr abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.